Hallo zu Honkai Impact 3. Ja, es geht jetzt auch nur weiter mit Chapter 2, weil wir konnten jetzt mit Chapter 1 soweit alles abschließen, haben auch da soweit auch ja, die Nebensachen gemacht, wie ihr das hier bei den letzten Parts sehen konntet. Und ja, ich werde auf jeden Fall jetzt auch gleich Chapter 2 oder Kapitel 2 gleich anfangen. 3 konnte man auch schon sehen, mal gucken, wie weit wir wieder hier kommen können. Ich musste halt auch jetzt gestern auch warten, bis eben halt dann wir jetzt ja, Chapter 2 machen können. So. Hier haben wir Subli, das wollte ich euch mal zeigen. Also momentan haben wir das Geburtstags-Event mit Mai, also die Assassinen, die ich halt spiele. Hier haben wir die verschiedensten Möglichkeiten hier. Das ist so gesehen der Shop, wo wir den In-Game und Games, Equipment, Waffen etc. weiteres kaufen können. Da wird halt auch Sachen refreshed, auch für Events etc. So, dann haben wir hier auch die Standard, wo wir dann eben halt 2 bis 4 Sterne-Equipment beschwören können. Das ist recht random. Und hier bekommen wir eben halt 2. Hier kriegen wir 20 für 2800 und kriegen außerdem auch einen Rang A garantiert. Außerdem auch hier wieder 2 bis 4 Sterne Equipment. Hier könnt ihr auch genauso eine Valkyrie bekommen, genauso wie hier. Aber das ist alles auch wieder Glückssache. Hier ist es aber definitiv garantiert. So, dann haben wir auch Fokus. Hier kriegt ihr dann auf jeden Fall für die Waffe auf jeden Fall einen 4 Sterne garantiert, wenn ihr das hier holen würdet. Also da kriegt ihr eben halt, sprich die, ja, was unsere Waffen verstärken würde. Sprich, die Stigmata, die sind ja die, die unsere Fähigkeiten etc. verbessern. Also so passive Sachen, so weiteres. Hier sieht man ja auch, ne? Und dann eben halt auch dementsprechend die Waffen, die uns noch stärker machen würden. Also wenn wir jetzt hier eine Waffe jetzt haben wollen, dann gucken wir mal. Dann sieht das jetzt hier anders aus als wie beim letzten Mal. Und dann kriegen wir hier zum Beispiel ein Epic oder ein Rare Equipment halt. Ja, also von der Waffe und halt von der Mats oder von der Stigmata. So, dann haben wir auch das Event, was momentan halt läuft, ne? Da müssen eben halt alle Captain 15 sein und ja, eine Mission abschließen. Die heißt dann Mai's Birthday Cake. Die könnt ihr dann eben halt sammeln. Wir haben jetzt noch nichts davon. Und ja, da könnt ihr jeweils eben halt 1 bis 3 Sterne Equipment holen und für sie sogar auch ein Kostüm etc. Da kann man hier halt auch nochmal nachlesen. Da bekommt man eben dementsprechend auch ja alles soweit in diesem Event was. Also man kennt das ja auch von anderen Spielen. Wenn da zum Beispiel Event ist, dann gibt es auch Freundespunkte. So ähnlich wie auch wie bei anderen Mobile Games gibt es halt auch sowas, wenn man Freundschaftspunkte und so weiteres, kann man dann hier auch für weitere Sachen investieren. Hier bekommt man dann 1 bis 2 Sterne-Equipment halt. Und ja, wir machen mal sowas hier. Aber ich denke mal, das ist für euch jetzt nicht allzu unbekannt. Also da kriegt ihr schon an die Sachen, die ihr vielleicht rein theoretisch brauchen könntet. So, sehen wir eben halt die Sachen, die wir jetzt bekommen haben. Ja, so, dann fangen wir auf jeden Fall an jetzt mit Chapter 2. Gehen wir auf hier Tag. Hier kann man nochmal sehen, das hatten wir eben halt letztens gemacht gehabt, hier Normal. Und jetzt können wir auch den nächsten halt auch hart machen oder halt auch schwer. Und ja, das ist das erste Kapitel und dann hier haben wir das jetzt das zweite Kapitel, Voice in Dream. Ja, und dann haben wir hier noch 3 Poem of Wind, aber da müssen wir mal schauen, was da uns noch erwarten wird oder wann wir das eben halt, ja, angehen können und halt auch später mit Captain 17 mit dem Koop und halt auch das mit den Eggs. Gut, dann fangen wir auf jeden Fall an mit Akt 1, hier mit 2.1 in Chapter 2. Können wir hier auch wieder jemanden mitnehmen, kriegen wir halt auch wieder Freundschaftspunkte etc. Und hier sehen wir auch, wer in unserer Armada ist, wer ja neutral zu halt ist, hier Freunde und hier halt Armada. Okay. Achso, weil sie jetzt gerade momentan woanders ist, also sie ist quasi auf Expedition, kann man sagen.
So, ja, weil wenn die auf Expedition sind, sprich in eurer Base, die gehen ja immer auf irgendwelche Expeditionen, um Sachen zu besorgen, Erledigungen zu machen, dann könnt ihr die halt denn nicht im Einsatz nehmen, dann sind die halt woanders. Stimmt ja. Ja, die Mucke ist auch wieder sehr cool. Okay, gehen wir der Sache an. Sehr schön. Ah, da ist sie. So Art wie Mage. Ja, mal gucken, was uns hier in Chapter 2 so alles erwartet. Oh. Er hat noch sein Schild hier an. Ah, in Luft, okay. Ja, diese ganzen Nebensachen kann man ja sonst auch machen, denn wenn man da noch irgendwie zusätzliche Sachen haben möchte. So, haben wir ein neues Fragment. Neue Belohnung. Wir kriegen jetzt hier auch mal 10 Gems sogar. Ja, weiter geht's. Ich habe sogar auch schon eine Rang A-Valkyre. Kann ich euch auch mal gleich zeigen. Das ist so gesehen jetzt ihre neue Form. Hier ist sie dann nicht mehr so allzu im Nahkampf, sondern hier könnt ihr jetzt auch schon richtig ein Range-Typ sein. Also ihr seht schon, richtig Range-Typ. Könnt halt auch Gegner paralysieren.
Nice. Aber ein Event kann man ja den nächsten sonst mitmachen, wenn man in 15 hier ist. So, auf zur nächsten. Wenn ich hier zum Beispiel von Armada mitnehmen. Prozent. Also man muss schon sagen, für so ein Mobile-Game sieht das schon ziemlich fett aus. Besonders wenn man die ganzen Einstellungen noch hoch eingestellt hat und so weiter. Das habe ich ja auch schon gezeigt mit 60 FPS und auch mit Anti-Aliasing und viele andere Sachen, die einem eigentlich vom PC-Games auch soweit richtig kennt. Schon krass, wenn das schon sowas machen kannst. Oder dass die Spiele schon so weit gehen können. Also es ist auf jeden Fall ein hochwertiger Anime-Mobile-Game, kann man sagen. Wo geht es jetzt nun weiter? Ah, da rein. Ah, das ist ja cool. Okay, das sehe ich zum ersten Mal. Ich will sogar Ortswechsel machen. Das ist ja nice. Jetzt. Ah, der hat ein Schild. Ist schon widerstandsfähig. Aber hinten können wir gut attackieren. Können wir auch teilweise auch schon sehr gut kritten. Nice. So, Weltmap. Genau, jetzt wird das hier erklärt. Wir haben jetzt das freigeschaltet. Jetzt können wir auf den nächsten Schwierigkeitsgrad jetzt gehen. Dann seht ihr hier, fängt das nochmal wieder vom 9 an. Quasi mit neuen Belohnungen etc. hier bei Chapter 1. Okay. Cool. Dann haben die auch wieder einen eigenen Fortschritt. Achso, hier haben wir auch nochmal S21 und S22. Okay. Dann können wir auch nochmal reinschauen. Ist ja mal cool. Auf jeden Fall versuche ich noch den auch an Rang A zu kommen vom Mai. Also da ranzuarbeiten. Quasi.
Achso, das sind welche Explosionsfässer denn? Man lädt ja nie aus. Ah, hier, das ist diese Luftattacke. Das ist schon cool, dass man hier auch Areale jetzt noch freier macht. Das finde ich schon sehr nice. Ist man nicht nur an einem Punkt eingeschränkt, sondern man kann auch noch woanders hinlaufen. Das ist auch schon wieder eine feine Sache. Das ist cool. Ja, dann natürlich hier wieder Fallen und sowas, ne? Ah, hier sind wieder Gegner. Die Nebenaufgabe haben wir jetzt nun erfüllt. Aber den haben wir auch besiegt. Achso, wir müssen bestimmt hier jetzt Gegner finden etc. Ich glaube hier diese Orange zeigt uns an, dass dort Gegner sein können, oder? Ja. Sieht ja mal interessant aus. Achso, jetzt schießen die hier so quasi so durch. Ah. Haben wir den nächsten Punkt? Ah, jetzt können wir hier reingehen. Sehr gut. Also wir fast 14. Das sind bestimmt so welche Spezialareale. Haben jetzt nicht was genau mit der Story zu tun. Aber ja, da kann man auch zusätzlich noch was da machen und sowas halt. Das sind halt solche Spezialstations. Da sieht man ja auch, dass sie eher so ein bisschen so, dass man halt da gucken muss, wo die Gegner sind. Also man muss die halt suchen. Ein bisschen anders als jetzt diese gerade Linien Sachen, die jetzt da sagt, hey, du musst da jetzt diesen Weg laufen, um abzuschließen, sondern du musst halt die Gegner hier finden, um abzuschließen halt quasi jetzt so, ne? Dieser Move kenne ich auch aus Soul Walker mit Haru, weil Haru hat ja auch später diese Aufladfähigkeit, wo sie dann volle, pure Energie auf die Gegner drauf smackt. Sieht schon sehr stylisch aus.
So, jetzt haben wir 14 erreicht. Jetzt können wir Event hier machen. Genau, Beginnertraining. Okay, hier sehen wir außerdem auch die Slots hier. Ah, Story, X können wir erst mit 16. Und hier haben wir das nochmal mit den Story. Und jetzt können wir hier Beginnertraining machen, also ein Event Stage. Gucken wir mal. Ah, okay. Gibt's mehrere Punkte, dann kriegt man halt auch dafür auch wieder XP und Belohnung. Okay, kriegen wir auch sogar Rare-Items und so weiteres. Gut, gucken wir uns das mal an. Dann machen wir auch dann Kapitel 2 dann weiter. Also mit Zeitvorgabe und so weiteres. Ah, verdammt. Oh, das ist ein großer Cleave. Oha. Aber beim Training muss man echt schnell sein. Okay, gut. Eieiei. Ah, okay, wir müssen also so schnell wie möglich die halt besiegen. Okay. Man darf da echt nicht viel Zeit verschwenden, so. Also schon, da muss man schon sich beeilen. Aber dafür kriegt man auch dafür eigentlich recht coole Belohnung dafür auch noch außerdem so. Ja, auch eine coole Sache auf jeden Fall. Hier können wir jetzt ja unsere Belohnung bekommen. Ist schon eine nette Sache. So, okay, wir machen auf jeden Fall weiter mit der Story. Darum handelt es sich das hier auch das Video. Also diese Special Stage finde ich auf jeden Fall auch sehr cool gemacht. Also das ist auch wieder was Neues. Wir machen jetzt hier mit Akt 2 weiter hier in Chapter 2. Und im nächsten Teil machen wir, denke ich mal, Chapter 2 fertig. Wir müssen mal gucken, wie viele Akte das halt hat. Ja, dann machen wir mal hier weiter. Sieht auch schon sehr cool aus, die Location da. Also die Stage machen wir hier noch fertig und dann machen wir im nächsten Teil weiter hier in Chapter 2. Die Mucke ist auch sehr cool. Ich mag ja dieses Anime-like halt so.
Ah. Da aktivieren wir das jetzt so. Und dann kommt da ein Gegner. Jetzt haben wir es mit Mechas zu tun. Wie es aussieht, sind wir so eine Untergrundbasis. Ah. Oh, explodiert sogar. Oh, oh. Also, das sind wohl Gegner, die explodieren dann, okay. Ah, das ist ja fies. Die turnieren einfach so, dann. Sogar zwei Gegner. Ah ne, doch nur einer, okay. Ich bin mich schon gewundert. Warum kommt zwei auf? Sehr schön. Oh, nice. Wir haben ja schon die Hälfte. Ah. Gut, dann machen wir auf jeden Fall demnächst weiter hier bei Honkai Impact 3. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auch Einblick zu dem Spiel gebracht. Falls ihr auch gerne sonst selber spielt, könnt ihr selber auch bei der ID mich adden. Und ja, macht auf jeden Fall echt viel Spaß und sieht auf jeden Fall sehr schick aus als ein, ja, ein Mobile-Anime-RPG. Ist schon sehr cool gemacht. Okay, danke auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal und haut rein.